Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Heute zu einem Sonderstream am Samstagnachmittag, 11. Februar 2023. Es ist kurz vor 16 Uhr und ich bin verbunden mit dem Seher Michael Schneider. Gestern Abend ist mir eine Nachricht aufgeploppt im Internet. Ein Presseartikel. Ich habe den verlinkt in der Videobeschreibung unten. Und zwar geht es um einen Vermisstenfall, international bekannter Vermisstenfall von Nicola Bulli. Ja, und seit 5. Februar beschäftigt sich Seher Michael Schneider mit diesem Fall. Vorab sei gesagt, durch die Erfolge von dem Seher Michael Schneider in der Vergangenheit wurde über den ehemaligen Polizeireporter und Großneffen von Spiegelgründer Rudolf Augstein auch schon in vielen Medien berichtet. Seit 2006 arbeitet er in Vermisstenfällen von Menschen und Tier komplett ehrenamtlich und kostenfrei. Für viele mag das klingen wie Hokuspokus, doch Michael Schneider hatte mit seiner Gabe seit 2006 schon 25 Mal Erfolg. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Michael Schneider, dann schreibt's in den Live-Chat rein oder in die Kommentare oder direkt per E-Mail über die Webseite könnt ihr ihn da jederzeit erreichen. Schwarzwald Livestream, der wird unterstützt von Fahrzeughandel, Kfz-Werkstatt, Zulassungsservice Vöckler in Steinen im Wiesental und von Hubert Matt, Albruck Schache, Außenanlagen, Hofplätze.
Rasen, Grundstückspflege, Baumfällungen, Entrümpelung, Abbrucharbeiten, Winterdienst und vieles mehr. Und jetzt sind wir mal gespannt, was der Herr Schneider, Michael Schneider, sehr zu sagen hat. Live am Telefon. Guten Nachmittag, Herr Schneider. Moment. Jetztle. Lautsprecher ist an. Hallo, Herr Umstetter. Ja, guten Nachmittag, Herr Schneider. Also, Sie arbeitet ja bereits seit 2006 als Seher sozusagen komplett kostenfrei, ehrenamtlich in vermissten Fällen von Menschen und Tieren. Ja, Fernsehen, Medien, viele Medien haben schon berichtet. Es gab natürlich hier auch schon einige Livestreams bezüglich dem vermissten Fall Scarlett S. Da sind es auch noch dran. Und wen das Scarlett S. Auch interessiert, in der Videobeschreibung hat es einige Links. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, wo man da sich austauschen kann. Und sicherlich nach den Infos, weil jetzt geht es hauptsächlich um den vermissten Fall Nicola Bulli, der ist international bekannt. Viele Medien berichten darüber. Und wir haben uns gerade vorhin kurz unterhalten. Seit 5. Februar beschäftigt sie dieser Fall. Und die Zuschauer hier, die möchten sicherlich ein bisschen mehr wissen. Falls irgendjemand Fragen hat zu diesem Fall oder auch sonst, ja, dann einfach kurz mal hier im Live-Chat reinschreiben oder später in die Kommentare. Ich begrüße hier ganz kurz und schnell im Live-Chat noch Sternenzerstörer, Hannelore Rangeldanz, Tara Bones, Fienchen, Frank Bürglin, Inibini, Klaus Frey und, ja, das ist die Elke, genau. Also viele Grüße an alle, die im Nachgang hier noch reinklicken. So, ja, wie sind Sie denn auf diesen Fall überhaupt gekommen, Herr Schneider? Ja, Herr Umstetter, ich google ja regelmäßig das Wort vermisst und da kam dann dieser Fall. Ich hatte den am Anfang gar nicht mitgekriegt und dann kam das halt, dass diese 45-jährige Nicola Bulli am 27. Wie war das? Nee, irgendwie, also Ende. Nee. Januar, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, 27. Januar ist die vermisst. Und am Anfang habe ich mich da gar nicht gesehen, ja. Und dann sah ich aber immer mehr, also so, dass die Polizei da nicht weiterkommt. Und dann dachte ich mir, okay, frag dich doch mal, ja. So, und dann habe ich mich gefragt und ich hatte sofort, dass sie tot ist. Ich meine, man hofft natürlich immer noch, auch der Ehemann, das ist ja eine Mutter zwei kleiner Töchter, ja, da hofft man natürlich, dass sie noch lebt und würde mich auch freuen, wenn ich mich täusche, ja, ja. Aber mein Gefühl ist, dass sie tot ist und ich habe da eine Stelle angegeben, die ist in diesem Fluss, aber wesentlich flussabwärts von diesem Ort, wo die Bank stand und wo diese Frau da mit ihrem Hund spazieren gegangen ist und in so eine Teamkonferenz mit ihrem Arbeitgeber eingeloggt war. Also einige Meilen entfernt. Ich habe aber heute Morgen diese Stelle nochmal um 100 Meter, 100 Meter ist ein Fußballfeld, ne, bevor jetzt die Kritiker wieder kommen und sagen, oh, er hat sich korrigiert. Ja, 100 Meter ist nichts. Ja, die Polizei sucht da Dutzende Kilometer des Flusses ab bis in die Irische See hinein. Ne? Dieser Fluss mündet in die Irische See, weil dieser Ort liegt ja sozusagen gegenüber von Irland, ja, und Dublin und so, ne, auf der britischen Seite. Ja, so, ich habe das dann nochmal korrigiert. 100 Meter nur von der Stelle im Fluss habe ich ein kleines Wäldchen, weil ich hatte von Anfang an gesagt, entweder ist ein Unfall und die ist in den Fluss gefallen oder sie ist auf, das habe ich auch so an die Medien und auch an die Polizei geschrieben, oder sie ist auf der Flucht vor jemanden in den Fluss gefallen oder von jemanden halt verschleppt worden. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr am Leben und sie ist entweder in dem Fluss oder in dem Wäldchen 100 Meter nördlich von diesem Stelle im Fluss. Ja. Die aber nicht dort ist, wo die Polizei bisher geguckt hat. Wie jung ist denn die Dame? Weiß man das? 45. Also, ja,
Wie kann so ein Mensch, sagen wir jetzt mal, also diese Scarlett war ja eine junge Frau mit 26, die hat sich verlaufen oder ist weggebracht worden. Man weiß es bis heute noch nicht, man kann es nur vermuten. Aber wie kann eine 45 Jahre junge Frau verschwinden? Was meinen Sie? Ist das irgendwie. Ja. Ja, es ist schon sehr mysteriös und alles, das macht diesen Fall ja auch so spooky, ne? Also sowohl auf der Insel als auch, es gibt ja auch schon sehr viele Berichte hier in Deutschland auch darüber, Bild-Zeitung, RTL, alle möglichen online, und überall wird zitiert, das ist der mysteriöseste Fall, den ich je hatte, sagen da Ermittler oder Hobbydetektive, also was heißt Hobbydetektive, sind dann halt ehemalige, in Großbritannien heißt es ja Detective, ne, so, wenn es ein Ermittler ist. Und also was in Großbritannien Unterschied zu uns ist, ist, dass sehr viele Gegenden, nicht nur in Städten und kleinen Dörfern, sondern auch auf irgendwelchen Wegen in der Walachei, werden Video überwacht. Ja? Und da ist es zum Beispiel auch so, da führen drei Wege zu dieser Bank hin, an diesem kleinen Fluss. Das ist ja nur Mini-Fluss, ja. Für Schwarzwaldverhältnisse wahrscheinlich eher ein Bach. So, ja, und zwei von diesen drei Wegen sind videoüberwacht, einer nicht. So. Und diese Frau hatte auch noch einen Fitness-Tracker, also so ein, das hatte sie dann umgeschnallt, das die Herzfrequenz misst. Und das ist dann natürlich mit dem Handy verbunden. Ja. Und da wird jetzt sozusagen, das wusste ich bis heute auch übrigens noch nicht, da wird jetzt dann gesagt, ja, vielleicht kann man ja darüber, selbst wenn sie in den Fluss gefallen ist, die Dinger sind wohl angeblich auch wasserfest und senden dann eine Zeit lang, bis die Batterie dann kaputt ist, kann man da ja was sagen. Also es ist alles sehr mysteriös. Jetzt wird ja auch noch irgendwie so ein schmuddeliger roter Van, der wurde da in der Nähe gesucht, nicht gesucht, Entschuldigung, gesehen, wo sie halt verschwunden war an dem Morgen auch, ja, also wie so umgebaut zum drin übernachten können, ja, aber wohl sehr heruntergekommen. Und das Komische ist, dass Wochen vorher, ein paar Kilometer entfernt, ein Mann hinter einer Frau hergerannt ist und sie versucht hat zu packen. Ja. Diese Frau konnte sich dann losreißen. Ich weiß nicht, ob sie den gekriegt haben. Auf jeden Fall ist das schon alles ein bisschen mysteriös. Und was auch ist, die britischen Medien haben jetzt auch so eine Liste, also wenn man das auch googelt, Nicola Bulli, dann findet man in der Daily Mail zum Beispiel eine Liste mit circa 10 Frauen, die in den letzten Jahren in Großbritannien alle um dieses Alter, so zwischen 30 und 45, alle ganz gut aussehend, sind verschwunden. Ne? Einfach so verschwunden. Das ist ja Wahnsinn. Spurlos. Ne? Und, aber dieser Fall ist jetzt halt auch dadurch, dass die Mutter von zwei kleinen Töchtern ist, die die ganze Zeit natürlich nach der Mutter rufen und so. Und dadurch, dass sie diesen Hund hatte, nicht? Und man dachte halt, der Hund wäre vielleicht ins Wasser gefallen, der war aber trocken. Ja? Und der hatte halt einen Ball auch. Und dann dachte man, gut, der Hund ist ins Wasser und sie ist dann auch, der kann aber auch gut schwimmen. Ja, und sie kann wohl auch gut schwimmen. Aber es ist dann natürlich rutschig, ne, da an diesem Ufer. Und geht steil runter. Also die Anfangstheorie der Polizei, dass sie abgerutscht ist, weil sie nach dem Hund gucken wollte und dann in diesen Fluss gefallen ist, die ist durchaus nachvollziehbar. Aber man hat da halt an dieser Stelle um die Bank getaucht und dann auch Sonar eingesetzt und dieses Sonar wohl auch dann in größerem Radius dann nochmal eingesetzt. Da war wohl einer der bekanntesten britischen Forensiker mit seinem privaten Suchteam zusätzlich noch zur Polizei da und man hat da eben nichts gefunden und man sucht jetzt sogar schon an der Flussmündung in die Irische See. Ja. Ja, also ich habe eine bestimmte Stelle angegeben, die ist aus rechtlichen Gründen, ich hatte die das zwar erlaubt, aber das hatte diese britische Zeitung dann gesagt, das geht nicht, dass sie da veröffentlicht wird. Die haben das aber an die Polizei weitergegeben. Ja, ich hatte ja schon über einen britischen Korrespondenten, der mich schon lange kennt, der auch Fälle von mir verfolgt hat, auch im Fall Maddie über mich berichtet hat, dem hatte ich ja meine Koordinaten auch gegeben, der hatte sich dann bei der britischen Polizei gemeldet und auch bei diesem privaten Suchteam und ich habe mich selber danach aber auch nochmal bei der britischen Polizei gemeldet, ja, und bei dem Suchteam auch. Aber ich habe keine Antwort bekommen. Er hat eine Antwort bekommen von der britischen Polizei, dass sie das wohl anders sucht, also
an das Polizeisuch ihm weitergeben, aber ich habe nie eine. Und die haben auch gesagt, sie würden sich nochmal bei mir melden, damit ich eventuell, weil der Fluss hat ja auch eine Strömung, ne? Dass ich das nochmal, wenn sie dann suchen, genau um die Zeit dann auch nochmal vielleicht modifizieren kann. Aber ich bin mittlerweile auch, bleibe zwar bei dieser ersten Stelle, die ich am 5. Februar angegeben habe, also vor 6 Tagen, aber ich habe, wie gesagt, die ja auch um 100 Meter jetzt nochmal modifiziert. 100 Meter ist ein Fußballfeld nur und da ist ein Wäldchen. Und da, das halte ich auch noch für möglich, dass wenn es ein Verbrechen ist, was ich ja nie ausgeschlossen habe, dass dann sie in dieses Wäldchen verbracht wurde. Übrigens, Herr Umstetter, ein Seher wird ja dann daran gemessen, ob er recht hat oder nicht. Und ich finde auch, ob er manchmal recht hat oder auch mit Teilen von Aspekten. Weil ich meine, sind wir ehrlich, die Polizei hat auch nicht immer recht. Im Fall der Nicola Bulli kommen sie nicht weiter und ich war ja auch an dem Remshalden-Fall beteiligt, ne? Dieser Julia W. aus Remshalden jetzt vor 2 Wochen, ja, die ja leider suizidiert dann in diesem Oberlenningen gefunden wurde, in dem südlich von Kirchheim-Teck. Und aber auch da ist die Polizei nur durch die Videoüberwachung ja drauf gekommen, dass die überhaupt da war, weil sie ja beim Einsteigen in diese Teckbahn in Kirchheim-Teck in Richtung Oberlenningen gefilmt oder fotografiert wurde, nicht? So, und da hatte ich von Anfang an gesagt, dass sie tot ist. Ich bin aber fairerweise nicht von einem Suizid ausgegangen, sondern eher von einem Verbrechen, ja, oder einem Unfall. Manchmal ist es ja auch so, ne, dann hat sie mit jemandem zu tun und dann ist es, muss ja nicht immer, alle denken immer direkt an Mord, es muss ja nicht immer ein Mord sein. Es kann ja auch eine fahrlässige Tötung, ein Totschlag, das sind ja manchmal auch Sachen, die ineinander übergehen oder so, ne? Ein Mord ist, viele sagen immer, wenn einer mit jemand anders zu tun hat und es ist tot, dann ist es ein Mord. Aber Mord muss ja gewisse Beweggründe, Habgier und gewisse Sachen erfüllen, dass man es Mord nennen kann. Ne? Aber da war es eben auch so, ich habe frühzeitig gesagt, die ist tot, als alle noch, ja, sie haben gehofft und so und selbst am Auffindetag, an diesem Donnerstag, hat die Polizei noch morgens gesagt, wir hoffen, sie noch lebend zu finden. Ja, aber das habe ich nicht gedacht, dass sie sich umgebracht hat, das hätte ich nicht gedacht. Und da lag ich fairerweise, muss man jetzt auch mal sagen, am Anfang hatte ich nämlich Remshalden gesagt, aber so Hütten, Hütten in also so die wahrscheinlich zu irgendwelchem Schäferhof oder so, auf jeden Fall unbewohnte Hütten, so wie Gartenlauben, ne? So die ist ja auch in einem Waldgebiet da oberhalb von Oberlenningen gefunden worden, ne? So, also da war meine Sehung schon richtig, nur die Lokalität stimmte nicht. Aber ich hatte da auch gar keine Infos, ja, weder von dieser Teckbahn noch, ne? Und da hat die Stuttgarter Zeitung ja berichtet, findet man auch, wenn man sehr Michael Schneider googelt und dann auf, da findet man den Bericht der Stuttgarter Zeitung. Übrigens ist aufgrund meines Hinweises lange der Hubschrauber da geflogen und da schreiben die, das kann er auch für sich verbuchen, was natürlich auch ein bisschen ironisch ist, ja, aber weil es stimmt ja auch nicht. Aber da hatten die sich ja dann erkundigt nach diesem Fall der Irmgard N., wo ich im Januar sehr genau, fast metergenau recht hatte. Die ist 6 Tage lang von der Polizei und starken privaten Suchkräften und Feuerwehr, THW, alles mögliche, DLAG, gesucht worden. Nicht nur dort, wo sie weggegangen ist, in Zülpich bei Köln-Bonn, sondern auch in Blankenheim, was ihr Wohnort war, was 50 Kilometer südlich ist. Und man hat sie nicht gefunden. Also riesen Suchaktionen. Und die sind auch alle von den Medien dokumentiert worden. Vom Krötenweiher da und da, vom so und so Teich da und da. Ich habe die nie im Wasser gesehen. Ja, so. Und dann habe ich, Montag war sie verschwunden, bis Freitag ist sie ganz intensiv gesucht worden. Und ich habe dann Freitag, habe ich eine Koordinate, das erste Mal, dass ich mich in den Fall eingeschaltet habe, der Polizei gegeben und dem Cousin meines Vaters, der ist nämlich, also zuständig war die Polizei Euskirchen und der Cousin meines Vaters war hoher Kripo-Ermittler bei dieser Kriminalpolizei Euskirchen, die zählt zur Kriminalpolizei Bonn, das ist eine Außenstelle der Kriminalpolizei Bonn. Dieser Verwandte von mir war auch in der 1000. Aktenzeichensendung mit einem Kriminalfall. So. Lange Rede, kurzer Sinn, der sagte dann, weil in der Eifel kennen die sich alle, wie bei euch da im Schwarzwald, im Hochschwarzwald, da kennen sich die Leute ja auch oft, ja, ich kenne jemand, der kennt die Familie.
Und dann haben die das weitergegeben an die. Und das war Freitagabend. Die Polizei hat sich nicht bemüßigt gefühlt, obwohl es nur 10 Minuten gewesen wären von der Polizeistation. Und ich hatte den Hinweis um 15 Uhr gegeben an den Sachbearbeiter auch. Ja, also in dem Fall, die hätten sich ins Auto setzen können, wären in 10 Minuten an der Stelle gewesen, weil die war auch in der Nähe der Bundesstraße. Haben sie nicht gemacht. Am Abend habe ich dann mit der Tochter der Vermissten gesprochen und eben diesem, der das vermittelt hat. Und der Sohn war auch noch im Hintergrund, weil der Cousin dieser Tochter und des Sohnes, der wollte am nächsten Tag mit einer großen DLRG-Einheit einen See abgucken, da in der Nähe meiner Koordinate. So 800 Meter von meiner Koordinate weg ist der See. Und ich habe sie aber nicht im Wasser gesehen. So, und ich hatte eine Stelle angegeben an so kleinen Teichen, die aber nicht gut, da kommt man nicht hin, da geht kein Weg hin. Und er ist nur, hat sich zu der Koordinate von seinem Handy führen lassen zu meiner und wäre sonst nie dahin gegangen. Er hat gesagt, das ist auch so so dichtes Buschwerk gewesen. Er hat gesagt, wenn ich 5 Meter weiter gegangen wäre und nicht so, dann hätte ich sie nicht gesehen. So, und sie lag dann da tot. Mhm. Und dann war ein bekannter Kölner Mantrailer, ich kann Ihnen auch gerne dann das schicken, dass Sie das als Beweis haben. Der heißt Gernot Sieger, kann man auch gern googeln, Mantrailing Gernot Sieger, und da ist eine Handynummer, den könnt ihr alle gerne anrufen, der wird euch bestätigen, weil es gibt ja ganz viele Skeptiker, nicht, ne? Die dann immer sagen, oh, der zählt ja bestimmt nur rum, ne? So, und gerne anrufen, der ist auch in Presse, Funk und Fernsehen bekannt, bekannter, ja, auch in so vermissten Fällen, den kannte ich vorher noch nicht. Also der hat einmal in einem vermissten Fall, wo ich beteiligt war, was gemacht, aber ich hatte nie mit dem Kontakt. Und der hat nach dem Fall sich bei mir gemeldet und erstens hat sich die Tochter bei mir gemeldet und sich bedankt und gesagt, da hast du ja total recht, auch dieser Verwandte von mir, von der Kriminalpolizei, hat gesagt, das war ja ein Volltreffer. So, dieser Gernot Sieger hat mich dann Tage später angerufen und hat gesagt, ja, du hattest ja recht, weil er wollte mit seinen Hunden auch zu diesem Fall kommen, zu diesem DLRG-Menschen da. Und der hat ihn dann abgesagt, weil der hat sie ja gefunden, der eigene Verwandte, und hat gesagt, du brauchst nicht kommen, aber er ist trotzdem die paar Kilometer dann noch gefahren und hat genau an meiner Koordinate dann auch die Polizei- und Feuerwehrautos stehen sehen. Und jetzt kommt wieder das Entscheidende, was ich immer sage. Polizei will immer gewinnen. Besonders auch in Baden-Württemberg. Ja, da sind die, ne, da habe ich ja auch damals von dem Fall der Joggerin aus Endingen erzählt, wo mich der Pressesprecher doch sehr um meinen Erfolg gebracht hat. Und was stand am Samstagabend? Samstag ist sie gefunden worden in der Dürren. Davor wurde in extenso berichtet über diesen Fall. Jede Suchaktion wurde berichtet. Und dann, was stand in der Dürren Polizeimeldung? Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde Irmgard N. leblos an diesem Samstag gefunden. Da stand nichts von einem Zeugenhinweis. Also es muss ja gar nicht mein Name erscheinen, aber kein Zeugenhinweis, dass es von der DLRG gefunden wurde. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen suggeriert ja, die Polizei hätte sie gefunden, ne? Weil Fahndungsmaßnahmen macht die Polizei. Stimmt aber nicht. So. Und das finde ich einfach schofelig. Klar, über Suizide, das war ein Suizid, berichtet man nicht größer, das ist auch richtig, aber man berichtet zumindest, wie es zum Auffinden kam. Man hätte zumindest durch einen Zeugenhinweis sagen können. Ist aber nicht passiert. Ja. So, und das ist genau das, was ich immer meine, das ist das Mittelalterliche, wo Sachen einfach unter den Teppich gekehrt werden, verändert werden. Vielleicht noch kurzes Beispiel, dann lasse ich mal alle zu Wort kommen. Ich war am Fall Ulrike aus Eberswalde als Polizeireporter Ende 2000, Anfang 2001 beteiligt. Kann man gern googeln, Ulrike aus Eberswalde, Mord oder Totschlag oder was auch immer, vermissten Fall. So, junges Mädchen ist umgebracht worden. Da hat die Polizei mit Riesenaufwand, sogar mit Tornados, geguckt. Ich war als Polizeireporter beteiligt. Ja? So. Und dann hat sie einen Mann mit Schäferhund in Werneuchen, der mit seinem Hund da spazieren gegangen ist durch den Wald, da hat der Schäferhund die Ulrike aufgespürt. Die lag angezogen, wie schlafend an einem Baum. Die war ja schon länger vermisst. So. Was steht in der NTV-Chronik über den Fall Ulrike aus Eberswalde? Der ist ja schon 21 Jahre her, 22 Jahre. Fand die Polizei Ulrikes Leiche. Das ist gelogen. Das stimmt nicht. Die Polizei hat sie nicht gefunden, sondern ein Privatmann mit seinem Schäferhund. Und das sind so Sachen, die mich fuchsig machen. Ne? Also so auch hier im Fall der Joggerin aus Endingen, wo ich recht hatte, auf 300, 400 Meter, guckt auf meine Homepage, warum macht Baden TV sonst einen Beitrag über mich, wo sich der Reporter in den Wald stellt und sagt, sie hatten ja auf 300, 400 Meter recht und übrigens auch mit den Details nicht vergraben,
nicht im Wasser. Noch am Auffindetag von dieser Caroline Gruber wurden zwei Teiche durchtaucht von der Polizei. Und ich hatte gesagt, am besten per Leichenspuren zu finden. Und wie gesagt, sie liegt frei und ist nicht vergraben. Die Polizei, sie ist sonntags losgejoggt. Montags wurde ich in den Fall einbezogen, also von einer Frau, die ich da bis dato nicht kannte. Montagabend, ich habe der Polizei Montagabend einen Hinweis gegeben. Und Donnerstag ist die Polizei erst dorthin gegangen, wo ich den Hinweis gegeben hatte. Vielleicht auch auf eigenes Gefühl, aber immerhin waren es dazwischen zwei starke Regentage. Und deshalb ist die DNA an der Leiche fragmentarisch geworden, sie ist verwischt worden. Man hatte also keine genaue DNA mehr und hat den Täter trotzdem, den mutmaßlichen Täter, sag ich mal, verurteilt mit fragmentarischer DNA. Der hat nachher auch sein Geständnis widerrufen, dieser rumänische Lkw-Fahrer. Also da ist gar nicht sicher, dass er das war. Man hätte aber klarere DNA haben können, wenn man meinem Hinweis zeitnah nachgegangen wäre. Hat man aber nicht gemacht. Und was sagt dann der Pressesprecher zu mir? Herr Schneider, Sie hatten mit dem und dem, was ich gerade aufgezählt habe, alles recht, das sage ich nur nicht in Medien. Und dann meldeten sich da Medien und dann sagten, das stimmt nicht. Der Mann heißt Walter Roth und hat sogar ein Buch geschrieben, Soko Erle, über den Fall Caroline Gruber. Und da ist der Untertitel irgendwie irgendwas mit SEA-Fernsehfahndung oder so, ne? Also Fernsehfahndung ist Aktenzeichen. Ja, da komme ich sogar vor, ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß auch nicht, wie ich vorkomme. Auf jeden Fall finde ich auch das, auch mal wieder, könnte ich auch noch den Fall aus Rostock erzählen, ganz kurz noch, dass die Leute einfach mal wissen, warum ich so bin. Ganz kurz, vor genau 4 Jahren geht die 43-jährige Jeanette Tupek, Kosmetikerin aus Rostock, mit ihrem Hund, übrigens Parallele jetzt zu Nicola Bulli, geht spazieren, sie ist fast genauso alt, geht auch mit dem Hund spazieren, kommt der Hund ohne Leine zurück. Das war an Silvester 2018. Das sind, Parallelen dann hier, oder? Kann man das schon fast sagen. Ist eigentlich ja, jetzt aber das ist, spielt ja in einem anderen Land. Es ist halt nur ähnlich, jetzt der Fall. So, und dann kommt Neujahr abends, also die Polizei hat sie dann an Neujahr gesucht und dann kommt mit Hubschrauber und Hunden sie nicht gefunden und dann Neujahr abends kommt das in die Öffentlichkeitsfahndung. Ich habe das vermisst gegoogelt, sehe das und habe sofort, sie ist tot, suizidiert und gebe eine Koordinate an. Diese Koordinate ist groß wie ein Wäldchen. 100 Meter lang, 50 breit, was ich nicht bei, oben bei Google Earth gesehen hat, grobmaschig gegen Wildverbiss eingezäunt. So, ich gebe den an einen Herrn Dr. Wallus, ja, Doktor der Jurisprudenz, damals Leiter an dem Abend des Einsatzlagezentrums in Rostock, in der Polizeidirektion Rostock, das ist ja ein großes Präsidium, um 23 Uhr habe ich den angerufen, 23 Uhr 20 oder 30 hat er die Koordinate gehabt, mündlich und schriftlich. Er sagt, ich verspreche Ihnen, ich gebe es morgen an die Kripo weiter. Die Kripo hatte wie so oft kein Interesse. Ja. Ich habe dann aber nachmittags nochmal nachgehakt, um 15 Uhr mit einer sehr aufgeschlossenen Frau gesprochen, der ein paar von meinen Erfolgsfällen erzählt. Natürlich habe ich auch Misserfolgsfälle, das sage ich auch immer. Es gehört auch zum Leben dazu, wie ein Stabhochspringer, der reißt auch oft genug die Latte. So, und dann hat sie gesagt, das hört sich ja interessant an, Herr Schneider, da gehen wir mal gleich mit dem Leichenspüren hin. Und jetzt halten sich fest, Herr Umstetter und alle Zuhörer bitte auch festhalten, die gehen hin, 100 Meter lang, das Wäldchen 50 breit, von Feldern umgeben, grobmaschig gegen Wildverbiss angezäunt. Der Leichenspüren schlägt am Zaun an, aber man geht nicht drüber, man klettert nicht drüber, geht wieder weg. Am nächsten Tag klettern die Angehörigen, die nicht von mir kontaktiert wurden, sondern irgendwie über Gerüchteküche erfahren haben, dass die Polizei da war, einen Tag vorher, klettern über den Zaun, finden die Frau Tupek metergenau, weil ich hatte meine Koordinate metergenau in die Mitte eingepinnt und das, sie war auch in der Mitte, sonst hätte man sie vielleicht auch eher gesehen, es war ja nur so ein kleines Wäldchen, finden sie die erhängt mit Hundeleine am Baum vor, stehen, wie man sich menschlich verständlich vorstellen kann, vor Ort unter Schock, müssen notärztlich behandelt werden. Was sagt der Polizeipressesprecher gegenüber einem, den Artikel habe ich Ihnen nochmal geschickt, den kann man auch irgendwo noch nachlesen, ja, gegenüber einem Reporter der Zellischen Zeitung, Zelle ist in Niedersachsen, das spielt aber in Mecklenburg-Vorpommern, der am nächsten Tag im vermissten Fall Mandy Müller, der immer noch nicht geklärt ist, über mich berichten wollte. So, ich zitiere ihn jetzt wortwörtlich, den Polizeipressesprecher der Polizei Rostock. Der Schneider hat den Hinweis gegeben, wir sind dem auch nachgegangen, mehr darf ich aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht sagen. Mehr stand dann da nicht. Ne? Aha. Polizei ist dem nachgegangen, aber nicht richtig. So, und auf Rücksicht auf die Angehörigen hat man überhaupt nicht genommen, die standen unter Schock.
Man hat eher auf sich selber Rücksicht genommen, weil man einen schweren Fehler gemacht hat. Letzter Fall noch, der nichts mit mir zu tun hat, wo Polizei auch mal anders agiert. Zur selben Zeit, das spielte ja sozusagen im Januar 2019, ja auch im Januar 2019, ist in einem Hildesheimer Krankenhaus ein Senior verschwunden gewesen, Opi. So, den hat man gesucht. Da kam die Polizei an, auch mit einem Hund, mit einem Polizeisuchhund. Der Hund rennt um das Krankenhaus rum, rennt vom Krankenhaus weg zu einem Bächelchen, bleibt da stehen, nichts weiter. Man bricht die Suche ab. So. 3 Wochen später macht eine Krankenschwester im so und so vielten Stock des Krankenhauses das Fenster auf und sieht den Opi tot im Baum hängen. Der war also aus dem Fenster gefallen. Lange Rede, kurzer Sinn, was macht die Polizei Hildesheim? Das ist mal Hut ab, ne? Die machen ein Verlautbarung, ich weiß nicht, in irgendwelchen Social Media, dass sie sich entschuldigen dafür, dass sie da nicht richtig scheinbar geguckt haben. Das ist Größe. Ja. Mhm. Aber nicht, wie es in Rostock gelaufen ist und auch nicht, wie es in Euskirchen jetzt gelaufen ist. Mhm. Und was ja. ich immer, und letzter Schluss noch von mir, weil ich immer wieder diese Déjà-vus habe, die sehr mittelalterlich sind, wo man, und ich meine die Stuttgarter Zeitung, die mir kritisch gesonnen ist, aber trotzdem hat sie sich bei der Polizei Euskirchen über den Fall erkundigt. Und was sagt da der Pressesprecher? Ja, das war nicht genau an der Stelle, das stimmt aber in etwa. Also das müsse er zugeben, dass es nah dran gewesen wäre. Ja, aber das kann man eben einfach nicht zugeben, dass es ganz nah dran war. Da kann man nicht genau, was ist denn genau an der Stelle? Meter genau oder was? Ja, selbst wenn es ein paar Meter daneben ist, dann ist es trotzdem genau, weil die Polizei hat sie nicht gefunden. Ja, und die anderen sagen, sie hätten sie auch nicht gefunden. Da kann man gerne diesen Mantrailer-Menschen anrufen, ja, der ja mit dem DLAG-Menschen in Kontakt war, der sie gefunden hat. So, und das sind alles so Sachen, wo ich einfach sage, das ist mittelalterlich. Das ist mittelalterlich. Und nur deshalb wende ich mich zum Beispiel auch in dem Fall Nicola Bulley, da hätte man ja auch sagen können, ja, warum gibt es nicht nur an die Polizei? Ja, weil erstens, auch in diesem Fall leider die Polizei, das Interesse war nicht sehr groß, ja, ja. Dann ist ihm meines Erachtens auch nicht nachgegangen. So, und jetzt bin ich fertig und hole mal Luft und jetzt sind die anderen dran. Der Sternzerstörer schreibt schon, ich liebe Monologe. Ja, genau, aber manchmal lässt es sich lieber Sternzerstörer nicht in 3 Sätzen sagen. Da muss man eben mal ausholen. Mhm. So, jetzt gucken wir mal hier, ob der Seher den vermissten Fall Brünker aus Villingen kennt. Bin ich dran, bin ich von Anfang an dran. Fragt von Peter Anfang an Zimmer. Gesagt, der ist tot. Da suchen auch Leute für mich. Ich bin auch da in gutem Kontakt. Ich war es mit der Polizei, da ist auch sogar über mich berichtet worden, vom Schwarzwälder Boten irgendwie und von irgendeiner anderen, vom Südkurier, genau. Aber ich bin da dran. Das ist ein sehr mysteriöser Fall, den würde ich genauso mysteriös einordnen wie Nicola Bulli. Hat der Südkurier über die Nicola Bulli schon was? Nee, das glaube ich nicht. Aber RTL hat darüber berichtet, die Bild-Zeitung, T-Online, also die großen Medien haben da Stern, die haben alle schon drüber Schwarzwald berichtet. Schwarzwald TV jetzt, ja. Südkurier ist ein bisschen regional. Ja, genau, also der ist eher dann für den Brünker-Fall zuständig. Ja. Ah, okay. Und dann, was habe ich hier geschrieben, gesehen? Zu weit. Irgendwo war noch was. Ah, die Elke Faber, die hat sich ja auch gemeldet. Im Mittelalter galt ein Seher doch was. Fienchen fragt, soll Nicola Bulli laut Seher jetzt eher im Fluss oder in einem Wäldchen liegen? Sie hat das nicht richtig verstanden. Ja, sage ich gleich nochmal. Übrigens, wie war der Kommentar von der Frau mit dem Mittelalter? Wie hieß die Frau, dass ich die auch ansprechen kann? Ja. Wie hieß die gerade, was Sie gesagt haben? Elke Faber. Elke Faber, also sehr, sehr weise gesprochen, Frau Faber, muss ich sagen, Hut ab. Eben, das Mittelalter war da fast besser, ja, wobei fairerweise, da sind auch die Hexen, ich wäre ja auch wahrscheinlich verbrannt oder ertränkt worden, dann, aber auf der anderen Seite gebe ich zu, im einfachen Volk und teilweise auch sozusagen bei den Mächtigen waren die hoch angesehen, das stimmt. Sind sie in vielen Kulturen im Moment auch. Der Rishi, also Rishi heißt sehr auf Indisch, ne? Der ist in Indien hoch angesehen. In der Türkei, mein türkischer Kumpel sagt immer, komm in die Türkei, da bist du ein gemachter Mann. Die Türken lieben Hellsehen. Ja, so. Ja, ich spreche kein Türkisch und ich bin auch hier verwurzelt. Also von da gesehen,
Also in vielen Kulturen, auch Griechenland, auch in Polen, ja, meine Ex-Frau ist Polin, in Polen ist man viel offener, in Russland auch, in den USA, ja, nur hier so im deutschsprachigen Raum, so Mitteleuropa, Österreich, Schweiz ist man doch sehr konservativ. Fairerweise in Großbritannien ist man auch offener, aber scheinbar ja die Polizei nicht. Ne, also zumindest die örtliche Polizei dort nicht. Man muss ja auch sagen, das ist ja nicht Scotland Yard, sondern das ist ja eine kleine Ortspolizei dort. Und die wird ja auch schon schwer kritisiert, auch von Ex-Polizeibeamten, die auch in dem Fall jetzt sich in der Zeitung äußern und so. Ne? Also, und jetzt zu dem anderen, ja, ich habe bisher immer vermutet, also es ist ja so, ich gebe Stellen und diese Stelle liegt im Wasser. Aber die erste, vom 5. Februar. Aber wo ich mich heute korrigiert habe, um 100 Meter, die liegt halt nur 100 Meter von dieser Stelle nördlich entfernt, liegt aber in einem Wäldchen, das stimmt, ja. Und ich finde, ein Seher darf sich auch korrigieren, weil was hilft es? Nehmen wir mal an, 100 Meter ist ja nix, ist nix. Ja. Ne? So, und ich finde, wenn ich jetzt auf der Wasserstelle beharre, und die habe ich ja ganz am Anfang gegeben, als noch nicht viel bekannt war über den Fall, und ich sage, ja, ich bleibe jetzt bei Wasser, obwohl ich mir eigentlich gar nicht mehr so sicher war. Und also wenn es jetzt wo ganz anders wäre, Kilometer entfernt, da könnte man sagen, jetzt eiert er rum. Ich bin ja auch schon bei Fällen rumgeeiert, bei Scarlett eier ich ja auch rum, gebe ich ja auch zu, aber da eiern alle rum, ja. So, muss man ja mal sagen. Die Polizei, gewisse Suchgruppen, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen, ja. Aber alle eiern rum. Und ich auch, ja, alle. Gibt keinen, der da konkret, aber ich habe auch schon mit vielen Sachen recht gehabt, wo man einfach sagen kann, als der rote Rucksack gefunden wurde bei Scarlett, will ich nicht lange auf Scarlett kommen, nur mal, manchmal habe ich auch mit Sachen kleine Erfolge, Kleinrecht. Da, die Leute, die den gefunden haben von oben, die Drohne und bevor sie runtergeklettert sind und ihn bei der Polizei abgegeben haben, aber selbst da war es ja noch nicht klar, habe ich sofort, als sie ihn noch nicht geborgen hatten, haben die Leute, die den mit der Drohne gefunden haben, unterhalb der Felsenhütte im Wehratal, haben gesagt, ja, könnt von der Scarlett sein. Ja klar, die hatte einen roten Rucksack und das war ihre Wanderroute. Ja? Ich habe, und da sind diese Leute Zeuge, und das hatte ich Ihnen damals auch gesagt, Herr Umstell, das wissen Sie. Ich habe gesagt, der Rucksack hat nichts mit Scarlett zu tun. Und wie war es? Es war ein Rucksack von jemand, dem was an Weihnachten, kurz nach Scarletts, Monate nach Scarletts Verschwinden, war dem der Rucksack darunter gefallen Von der Klippe da. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Scarletts Rucksack war, war sehr hoch, rational. Ich habe aber gesagt, ist es nicht. So. Aber jetzt wieder zu dem Nicola Bulli-Fall. Also Ja, dieser Fall. wie deuten Sie denn das Verhalten von dem Hund von der Nicola Bulli, fragt die Elke Faber. Ja, ich meine, der Hund war, der hat entweder mitgekriegt, dass sie ins Wasser gefallen oder vor jemand weggelaufen und dann ins Wasser gefallen oder von jemand geraubt wurde. Der Hund war sehr aufgeregt und ich meine, ist doch klar, der hat da irgendwas gesehen, sei es ein Unfall oder ein Verbrechen und die Tiere denken ja auch, die sind ja nicht doof. Und da war er total aufgeregt, natürlich, ja. Ja, es gibt noch einen Fan hier im Chat von Ihnen, und zwar heißt Habe ich noch Fans? Ui. er heißt Dein Seher. Okay. Und juhu, der Seher ist zurück. Meine ganze Familie ist Fan von ihm. Ob er nun umgezogen ist und was will er wissen? Kann der Seher sehen, ob der Erdkern sich wieder drehen wird oder ob der Polsprung nun wirklich kommt? Also es gibt ja so Leute, die prophezeien können. Ja, da gibt es ja verschiedene Leute, die gerade jetzt aktuell da mit der ganzen Umweltsituation, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja jetzt kein Meteorologe. Nee, aber ein Seher, ich meine, letzten Endes, was ich nicht machen kann, ist mich fragen oft Leute, wie wird sich der Richter entscheiden hier in meinem Prozess um das und das und das und das. Und da sage ich, das kann ich nicht sagen, weil der Richter kann an dem Tag mit einem Wut im Bauch, weil er sich mit seiner Frau gestritten hat, aufstehen und dann gefällt dem die Nase nicht von dem, der da vor Gericht steht und dann verurteilt er anders. Also das kann man, oder kommt mein Freund zu mir zurück oder so, das kann man deshalb nicht sagen, weil jeder Mensch sich in jeder Sekunde umentscheiden kann. Das ist die Eigenentscheidung. Die hat der liebe Gott. Man muss nicht an Gott glauben, aber wenn man nicht an ihn benennen will, dann nennt man es geistige Welt, Universum oder Natur. Und da kann sich jedes Tier und jedes Lebewesen, jeder Mensch kann sich jederzeit anders entscheiden. Ne? In jeder Millisekunde. Kann man das nicht, aber man kann gewisse Sachen
schon prognostizieren. Und ich habe schon 2014 in einem Zukunftsblick-Interview, das ist ja so diese Zeitung dieses Questico-Konzerns, wo ich noch nie war, aber die haben mich mal interviewt, habe ich gesagt, ja, wie wir mit der Umwelt umgehen und den Tieren und all sowas, die oben sind sauer auf uns und das wird uns noch auf die Füße fallen. Und ich sage schon seit schon vor irgendwelchen Seuchen und Kriegen, also praktisch vor über 3 Jahren habe ich gesagt, bevor wir eine Pandemie hatten und einen Krieg, dass es viele Menschen sterben werden, weil durch Seuchen und Kriege, und das sagt mein heiler Kumpel Gerhard auch, der wird jetzt 83, das sagen wir beide. Und ich meine, wir sind in bewegten Zeiten und in auch Zeiten, wo sich viel umpolt. Das stimmt, ob es jetzt die Polkappen sind, weiß ich nicht. Aber es ist viel in Bewegung und wir sind sozusagen in einer Energieerhöhung. Und wer diese Energieerhöhung nicht richtig mitmacht und sich ändert, sprich keine Tiere mehr quält, isst, tötet, ja? Gestern Abend habe ich ein Radiofeature gehört über einen Schlachtbetrieb hier kann man sich auf WDR 5 gern anhören, ja, wenn man da auf WDR 5 und dann geht man auf, was gestern Abend war, dann findet man das so um 20.05 Uhr, 19.05 Uhr, Entschuldigung, oder 19.15 Uhr, egal, auf jeden Fall findet ihr alle, N3 über Ernährung, ja, da wird über einen Schweineschlachtbetrieb in Niedersachsen berichtet, der pro Jahr, haltet euch fest, 1,7 Millionen, nur dieser eine Schlachthof schlachtet 1,7 Millionen Schweine. Und da wird auch über die CO2-Betäubungsanlage berichtet. Und man hört auch die Schweine schreien, wenn sie dann, diese Schlachtindustrie sagt, das ist eine humane Art der Betäubung, um dann die Tiere nachher zu töten. Ja, die kriegen ja dann irgendwie in den Hals. Ja, aber der Betäubungsvorgang ist sehr brutal. Die ersticken. Ne? Und Erstickungstode sind ganz schlimm und die schreien und stoßen mit dem Kopf. Die gehen ja in so einem Aufzug, ne? Gehen die nach unten in so einen CO2-Keller. So, und das ist ganz brutal. Wenn man sich das anhört, da wird einem schlecht und man denkt an gewisse Dinge, die in Deutschland schon mal gegeben hat. Ja, so. Und 1,7 Millionen Schweine. Ja, und das sind alles so Sachen. Und wer da weiter mitmacht, ja, und sich nicht sein Verhalten ändert, der wird auf die Dauer Probleme kriegen. Das ist, bin ich fest von überzeugt. Das ist jetzt mal einfach eine Prophezeiung, ja. So, und das ist die Energieerhöhung. Und wer sich daran nicht beteiligt, also sprich jetzt achtsamer mit Mutter Erde und ihren Geschöpfen, sprich den Tieren oder auch den Mitmenschen umgeht, der wird auf die Dauer einen auf die Mütze kriegen. Mehr oder weniger. Es muss nicht immer der Tod sein, aber schwere Krankheit und also was das kommt. Und das ist, glaube ich, kein Schwarzsehen, Katastrophenprophet, sondern das ist einfach ja jetzt schon im Gang. Ja. Aber übrigens, ich wurde ja jetzt hier gefragt von diesem Seher-Fan da, ja, ich kann es nicht sagen, Polkappensprung, ich sag ja, wir sind in einem Wandel und ich hoffe auch in einem Bewusstseinswandel. Manchmal habe ich so meine Zweifel, ob bei allen Menschen das Bewusstsein sich wandelt oder zumindest beginnend im Wandel ist, aber es wird einiges passieren. Und wir sind in einem Artensterben im Moment, alle reden über Klimawandel, aber wir sind in einem riesigen Artensterben. 70% allein in Deutschland der Vögel von vor 30 Jahren sind nicht mehr hier. Das muss man mal sein. Dann sagen die Leute, oh, die zwitschern ja schön, aber 70% weniger. Und auch Insekten, wer mal mit dem Auto fährt, weiß es, dass wir an den Windschutzscheiben, aber ich monologisiere wieder, fast keine Insekten mehr kleben haben. Ja? So, und das ist alles sehr tragisch und übrigens, vielleicht mal zum drüber nachdenken. Ich denke, man wird in einigen Jahren mal sagen, wie konnten wir es zulassen, dass wir irgendwelche Leute ehrenamtlich arbeiten lassen, in der Bergrettung, in der Feuerwehr oder was auch immer, von mir aus als Hellseher in der Vermisstensuche, in Altenheimen, in Behindertenpflegeeinrichtungen, unterbezahlt, alles in Krankenschwestern. Und wir haben irgendwelche Leute, die gegen Lederbälle treten, mit Millionen schon in den 20er Jahren abgespeist und sie als unsere Helden dargestellt. Also das wird man irgendwann mal als total bekloppt darstellen. Ja? Und bei uns ist es immer noch leider selbstverständlich. Ja? Jetzt hat einer auf der Facebook-Gruppe geschrieben, und was hat das mit Scarlett zu tun? Oder werden da ähnlich viele Koordinaten erwartet? Ja, ich habe direkt geantwortet, ja, er hat auch über den Fall Scarlett gesprochen. Schönes Wochenende. Ja, und da habe ich frühzeitig gesagt, dass sie nicht im Wehratal ist. Und das Wehratal ist ja nun jetzt wirklich
super durchsucht. Das habe ich praktisch 4 Tage nach ihrem Verschwinden gesagt. Es liegt ein Verbrechen vor. Sie ist tot und sie ist nicht im Werratal. Und bisher wurde sie nicht lebend gefunden. Bisher wurde sie so, trotz umfangreichster Suchen von Polizei und privaten Suchtrupps und Bergwacht und so nicht im Werratal gefunden. Ja, zwar auch nicht dort, wo ich vermutet habe, Dachsberg, Hirschspielwald, aber egal, sozusagen letzten Endes hatte ich bisher nicht recht, aber es konnte mich auch keiner widerlegen, dass ich Unrecht hatte bisher. Ne? Und die alle anderen, die frühzeitig vom Werratal sprachen, die haben bisher auch nicht recht gehabt. Ja, das ist leider so. Es gibt ja so Cold Cases, die werden ja jetzt immer wieder von so einer neuen Ermittlergruppe aufgerollt, die da extra gegründet wurde. Wie ist denn das eigentlich, wenn wir schon beim Thema Tiere kurz waren? Man soll weniger Tiere essen, ja. Und die EU-Kommission, sagt jetzt ja hier, Mehlwürmer essen, irgendwelche Grillen und Heuschrecken und so Zeug. Also wer es noch braucht, kann das ja so machen. Aber ich denke, man kommt ohne tierisches Eiweiß gut zurecht. Aber es gibt halt Leute, die wollen das nicht, die können das nicht. Das ist ja okay. Die Frage ist einfach, dass man es reduziert, dass es nicht aus der Massenqualtierhaltung ist, wenn man mal sieht, wie diese armen Schweine, das sind hochintelligente, saubere Tiere, wie die da gehalten werden, was die für Krankheiten kriegen, wie die sich quälen, was die für Schmerzen haben, auch diese Zuchtsauen, die können sich nicht bewegen, nichts. Das ist ein Verbrechen an den Tieren. Ja, unabhängig davon, dass sie nachher getötet und gegessen werden, sondern wie man sie vorher hält, das ist ein Verbrechen an den Tieren. Ja, dann diese Kastration von irgendwelchen Ferkeln ohne Betäubung. Ja, also das ist alles, es ist alles und der Mensch versündigt sich an der Natur und an den Tieren und solange das, und auch Tierversuche, grausamst, und solange das weiter noch so ist, ja, kann der Mensch nicht in Ruhe und Frieden und Gesundheit leben und wird es auch nicht. Das sind einfach geistige Gesetze in meinen Augen. Wir werden immer wie hat schon der Tolstoi gesagt, Leo Tolstoi, der russische Dichter, solange es Schlachthöfe gibt, wird es Schlachtfelder geben. Ja, und ich sage, solange wir so mit den Tieren umgehen und den Mitgeschöpfen und auch den Bäumen, wenn man mal sieht, wie viele Bäume jetzt gefällt werden, teilweise auch gesunde Bäume, weil die Holzpreise hoch sind und irgendwo, wir brauchen aber jeden Baum für den Sauerstofferzeugung, dann ist das schon ein Verbrechen, was wir da der Mutter Erde und ihren Geschöpfen antun. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Es gibt das Karma-Gesetz, ja, und you get what you give. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Und wir sehen die Folgen ja schon jetzt. Und es wird noch mehr kommen und es werden Heulen und Zähneknirschen bei vielen Menschen ausbrechen. Da bin ich fest von überzeugt. Und solange sich die Menschheit nicht ändert, muss es leider dann auch so sein. Das klingt vielleicht zynisch, aber dann, wenn die Leute nicht hören wollen und weiterhin meinen, sie können Mutter, sind wir noch nicht durch. Wir haben 3 Jahre jetzt, aber wir wollen hier nicht länger darüber reden. Trotzdem, egal wie man das Kind dann nennt und egal welche Impfung dagegen ins Feld gebracht hat, übrigens auch da noch ein Skandal, solange wir sowas zulassen, man kann für die Impfung sein oder dagegen, aber dass man 8 Impfdosen pro Person, und wir wollen hier uns nicht über die Vor- und Wider der Impfung unterhalten, da finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden, aber dass man 8 Impfdosen pro Person bestellt bei BioNTech und Moderna und die wissend, dass man das vom Baby bis zum Greis und wissend, dass man das überhaupt nicht alles verimpfen kann, selbst wenn alle Leute sagen, gib mir so viel Impfe, wie du willst, weil so viel kannst du gar nicht impfen, weil es muss ja Abstände geben zwischen den Impfungen, ja, und du kannst auch nicht ein Baby impfen. So, und das, da hat man gewusst, dass man da Sachen wegschmeißen muss, weil die haben Haltbarkeitsdatum. Und da sind 15 Milliarden für ausgegeben worden. Aber vorher hatte man für irgendwelche Schulsanierungen oder Tierheime oder was auch immer oder für Krankenschwestern hatte man nichts. Ja, und plötzlich sind 15 Milliarden da. So, und ein Riesenskandal, das wird in anderen Bundesländern auch so sein, ist, mal eben so als Nebensatz, mal unabhängig von diesen ganzen Maskendeals und alles, was da an Korruption gelaufen ist, sondern man bestellt diese Masken vor 3 Jahren und 2 Jahren und kämpft um jede Maske, die man da kriegen kann. Und jetzt hat man allein in meinem Bundesland, NRW, will man 15 Millionen Masken verbrennen. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind einfoliert, weil das Haltbarkeitsdatum abläuft. Hallo? Eine Maske, die in einer Folie ist,
Die kann man auch in 20 Jahren noch verwenden. Wo ist denn das? Da wäre man in Afrika froh, wenn man eine Maske hat, die 100 Jahre alt ist, wenn sie einfoliert ist. Also und dann diese erstens das ganze Geld, was das gekostet hat, das Material, um die Dinger herzustellen und dann die Dinger zu verbrennen, was das auch noch die Umwelt belastet. Ja, 15 Millionen Masken. Das, was da für Gifte entstehen. Ja, die Dinger kann man benutzen. Und das ist, also das sind Sachen, wo ich einfach sage, solange Menschen sowas entscheiden, jetzt kann man natürlich sagen, der Hinz und der Kunz aus dem Schwarzwald kann ja sagen, ja, da kann ich ja nichts dafür. Aber unsere Politik, die sowas entscheidet, solange wir sowas mitmachen, auch als Bevölkerung, ja, da ist uns nicht zu helfen. Entschuldigung. Ja. Wer zahlt das Ganze eigentlich? Ja, wir alle. Irgendwie ist die falsche Politik da natürlich. An der Führung. Also die führt ja gar nicht. An der Führung, das sind ja auch Länder, die das entscheiden. Da ist es ja jetzt hier das Land NRW, aber ich wette in Baden-Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, ne? Ist es auch nicht viel besser, ja? So, ist es auch nicht viel besser, ja? So, also von daher gesehen, das ist ein Versagen und scheinbar geht es den Leuten, also da oben, die zu entscheiden haben oder auch der Bevölkerung, dass sie zu wenig protestiert gegen sowas, zu gut, dass man einfach mal so sagt, wir verbrennen 15 Millionen Masken, die waren noch vor 2 oder 3 Jahren irgendwie, da wurde gejammert und wo kriegen wir die Masken her und wir zahlen jeden Preis und jetzt werden sie vernichtet. Muss man sich mal vorstellen, weil ein Haltbarkeitsdatum, also wenn bei einer Impfcharge, klar, da gibt es ein Haltbarkeitsdatum, keine Frage. Von mir aus sogar noch bei einem PCR-Test, dass man den in 5 Jahren vielleicht nicht mehr verwenden kann, weil da irgendwelche Lackmusstreifen dann da vergilbt sind, kann ich mir vorstellen. Aber doch nicht eine Maske, die in der Schutzfolie einfoliert ist. Entschuldigung, das ist grausam. Das ist, also wer da nicht aufschreit, genauso wie dass Fußballer Millionen kriegen und Krankenschwestern irgendwie sich totarbeiten und abgespeist werden und die hohen Mieten jetzt zahlen. Wer da nicht aufsteht und sagt, hier läuft irgendwas falsch, der tut mir leid. Dein Fan, dein Seher, der schreibt hier, wann kommen die Affenpocken und die Tomatenflechte? Der Seher spricht uns aus der Seele. Ja, egal wie man das Kind dann nennt halt. Es kommen weitere Pandemien, das ist so. Und das hat ja auch wieder mit uns Menschen, mit der Zerstörung der Biodiversität und der Artenvielfalt zu tun. Ja, es so schließt sich ja der Kreis. Wobei bei Corona, und das habe ich vor 3 Jahren schon gesagt und Ihnen auch, Herr Umstetter, und auch schon bei Schwarzwald TV, wenn man da alle Folgen verfolgt haben sollte, ich halte Corona für eine Biowaffe, die, und jetzt keine Verschwörungstheorie oder irgendwelche, was auch immer, Geschwurbel, die aus Versehen, ich glaube nicht absichtlich, sondern aus Versehen aus diesem Labor in Wuhan entwichen ist. Da ist irgendeiner Person ein Reagenzglas runtergefallen oder die hat sich damit infiziert, als sie da praktisch dran geforscht hat und hat das nach draußen getragen, ja, dadurch. Ja, die Coronaviren gab es ja vorher schon lange, die sind ja nichts Neues. Aber was man halt gemacht hat, und da wird in Biolaboren ja ohne Ende geforscht weltweit, um halt auch Forschung zu machen, aber um halt eben auch Biowaffen herzustellen, die man im Kriegsfall dann vielleicht auch mal einsetzt. Ja, so, und das hat man da meines Erachtens gemacht und hat dieses normale Coronavirus, was wahrscheinlich relativ, ich betone relativ harmlos ist, verändert. So, und dadurch ist es dann sozusagen toxischer geworden. Ja, und ich meine, klar, da streiten sich die Gelehrten. Die einen sagen Zoonose vom Tiermarkt, die anderen sagen aus dem Labor. Ich habe von Anfang an gesagt Labor, aber nicht, ich habe keine Ahnung von Viren, sondern einfach als Eingebung. Ja, so. Genauso wie ich bei der Frau aus Euskirchen gesagt habe, sie ist tot, oder bei der Julia aus Remshalden gesagt habe, auch wenn ich mich mit der Koordinate getäuscht habe, sie ist tot, da haben ganz viele gesagt, ja, die wollte vielleicht nur mal eine Auszeit oder vielleicht ist sie verschleppt worden, wie auch immer, aber war tot. Ne? Und ich meine, Corona ist eine Biowaffe und ich halte die für gefährlich und zu der Impfung äußere ich mich nicht, aber wie gesagt, da muss jeder selber wissen, aber ich halte Corona für nicht ungefährlich, wobei fairerweise man ja eins sagen muss, mit den Mutationen ist es ja scheinbar so, dass sich die Viren auch verändern und abschwächen dann. Ja, manchmal werden sie auch stärker, aber in dem Fall haben sie sich ja scheinbar abgeschwächt. Da gibt es ja ein Video im Netz, wo praktisch ein BioNTech-Mitarbeiter interviewt wurde. Das war ziemlich interessant. Ja, also zu BioNTech kann ich nur eine Meinung, also meine Meinung kundtun. Ich halte mich, wie gesagt, was Impfen angeht, komplett zurück. Das muss jeder selber wissen. Aber ich finde es schon komisch, dass dieses Unternehmen jahrelang vom Staat noch vor Corona mit Millionensummen gepampert wurde,
also profitiert hat, und dann ja auch sehr viel eingenommen hat. Die haben ja Milliarden Umsätze und Gewinne gemacht. Auch die Stadt Mainz hat ja einen Milliarden Umsatzsteuer da bekommen. Aber jetzt hauen sie nach Großbritannien ab. Warum denn? Warum bleiben die nicht in Mainz? Ja. So, haben die vielleicht Angst vor irgendwelchen Regressforderungen oder vor was auch immer? Das ist schon komisch. Und ich meine, letzten und vor allen Dingen, was ich auch diesen Skandal finde, ist, man hat ja nicht nur 8 Impfdosen pro Person bestellt für 15 Milliarden. BioNTech hat ein halbes Jahr, nachdem diese, und das sind Fakten, das ist jetzt nicht irgendwas ein Geschwurbel von mir, das kam in der Tagesschau, ja, so, hat ein halbes Jahr, nachdem die ihren Impfstoff schon rausgebracht haben, den Preis nochmal um 50% erhöht. Herr Umstetter, wenn Sie in den Supermarkt gehen und kaufen die kleine Packung von irgendwas und kaufen die große, dann ist doch in der Regel die große billiger, oder? In der Regel schon. Ja, so, die haben es aber, obwohl sie dann so viele Millionen Impfdosen da, ich glaube 630 Millionen, ja, haben BioNTech und Moderna zusammen an die Bundesrepublik Deutschland verkauft. Ja, da haben sie den Preis um 50% erhöht. Wie kann das denn? Wenn man mehr produziert, macht man doch eigentlich billiger. Ja, so. Und also das sind so Sachen, wo ich einfach sage, da läuft was falsch. Und wir reden über andere Staaten als Bananenrepublik und Korruption und was auch immer. Das ist für mich auch das Gleiche in Grün. Nur, dass wir es halt besser verkaufen und uns Demokratie nennen und soziale Marktwirtschaft oder so, das ist das Gleiche in Grün. Ich habe hier einen Kassenzettel von einem Restaurant. Da steht drauf, Aufschlag Energiekosten. Hm. Also die berechnen da tatsächlich 3,8% Aufpreis für die Energiekosten und schreiben dann noch, ja, an der Eingangstüre hat man es hingehängt, normalerweise hängen da ja nur die Öffnungszeiten und an der Theke, so ein Selbstbedienungsrestaurant. Hm. Und dann schreiben sie dazu, ja, wir hoffen, es ist nur vorübergehend. Mhm. Der hat halt keine Lust gehabt, seine Speisekarten alle umzuzeichnen. Das hätte ja einen Haufen Geld gekostet, die neu zu drucken. Naja. Aber Herr Umstetter, bevor wir beide jetzt hier ein Duett machen und ich monologisiere und Sie mit mir, sollten wir doch vielleicht die Zuhörer fragen, ob die noch irgendwelche Fragen haben oder Kommentare loswerden wollen oder was auch immer. Naja, Sarah Gerardorf meint unglaublich, was der geltungssüchtige Seher sagt. Also der ist doch nicht geltungssüchtig. Ich habe ihn angerufen, weil ich einen Bericht gesehen habe, wo er drin stand. Also. Ich wollte gerade, das war Gedankenübertragung, das war sehr interessant, Herr Umstetter. Ich wollte gerade sagen, heute sind Ihre Zuhörer ja richtig smoothie und friedlich. Naja. Waren die Mehrheit ja sowieso immer, aber bisher keine Kritik. Und schwupp, ja, Geltungs... Ja, schön. Also Herr Umstetter hat recht, er hat mich kontaktiert. Und ich meine, bitte Leute, dann guckt euch mal die ganzen Influencer an. Ich habe keinen eigenen YouTube-Kanal, ich bin ja auch nicht bei TikTok und auch nicht bei Instagram. Nur bei Facebook und da mache ich primär was nur für den Tierschutz. Ja, also letzten Endes, ich mache auch keine Videos selber, also Geltungssucht, bitte dann mal bei den ganzen anderen gucken, die da ständig irgendwelche Videos selbst produzieren, wo sie Influencen und Model sind und da noch was bewerben. Ich bewerbe hier nichts, was man kaufen muss, ganz im Gegenteil, ich arbeite ehrenamtlich und das ist eine hochanstrengende, hochkonzentrative Arbeit. Ja, das haben wir ja am Anfang schon gesagt. Ja, ja, aber ich finde es immer interessant, wenn dann Leute, ne, sozusagen, es ist dann sehr schön, nicht? Und ich arbeite nicht ehrenamtlich, deshalb muss ich ganz kurz mal eine Werbepause einschalten. Hier übrigens, der Livestream wird unterstützt von Fahrzeughandel Kfz-Werkstatt Zulassungsservice Vöcktler in Steinen im Wiesental und von Hubert Matt in Albruck-Schache. Außenanlagen, Hofplätze, macht er Baumfällungen, Winterdienst, Entrümpelungen und vieles mehr. Die Kontaktdaten sind alle in der Videobeschreibung. Ja. So, genau. Jetzt ist das auch mal wieder erledigt. Meiner Audi A2 steht gerade in der Werkstatt und ich muss für den TÜV und alles, was da, der ist von 2003, muss 1600 Euro bezahlen. 1691, hier liegt der Kostenvoranschlag. Also die lassen sich jeden Handgriff da bezahlen irgendwie. Und ich mache es alles kostenlos. Das mal zum Thema Geltungssucht. Mhm. Naja, nicht aufregen lassen. Ich reg mich überhaupt
nicht auf, aber ich widerspreche dann einfach, wenn so nette Bemerkungen kommen. Und übrigens, jeder Mensch ist mehr oder weniger geltungssüchtig. Das fängt bei den Leuten an, die sich morgens frisieren und sich die Uhr ans Handgelenk und die Ringe und was auch immer. Weil es gab auch mal Menschen, die sind wie Neandertaler ungekämmt und mit großem Pelz durch die Gegend gelaufen, also Eigenhaar. Und da wurde nichts mit Körperpflege und was auch immer. Also wie gesagt, jeder Mensch ist mehr oder weniger geltungssüchtig. Und bevor man über andere urteilt, soll man sich erstmal selber fragen, sozusagen, wo die eigene Geltungssucht ist. Ja, und das ist schon bei den Tieren auch so. Der Pfau, der das Rad schlägt, der Hirsch, der irgendwie mit seinem Geweih um die Ecke getakelt kommt. Also das gehört zum Menschsein dazu. Die Frage ist nur, hat es pathologische Züge? Ja, wenn man natürlich dauernd in irgendwelche Medien geht, oder zum Beispiel Herr Lauterbach ist bestimmt geltungssüchtig. Also das kann man schon sagen. Ich glaube, es gibt niemanden, der in den letzten 4 Jahren in so vielen Talkshows war wie Herr Lauterbach. Ja, also ich glaube, dem darf man das unterstellen, ohne ihm Unrecht zu tun. Aber, und auch genügend anderen Menschen noch, aber ich glaube nicht, dass ich geltungssüchtig bin. Ich versuche zu trommeln für Mutter Erde, für den Tierschutz. Das kann man, glaube ich, auch auf meinem Facebook-Profil gut sehen. Ich bin Idealist und versuche da was zu bewirken. Ja, also, und dafür muss man natürlich in einer gewissen Weise auch in die Öffentlichkeit. Wenn das Geltungssucht ist, ja gut, ja. Nicht geltungssüchtig. Ja. Aber heute habe ich ein Video gesehen auf dem Sender ZDF auf YouTube, Titel 3 Jahre Corona, Doppelpunkt Lauterbach über Fehler in der Pandemie. Und zwar, das war eine Sendung von Markus Lanz, wo vorgestern kam, ziemlich interessant, also dem haben sie richtig den Kopf gewaschen da, dem Lauterbach, eine Lehrerin, eine Ärztin, eine Kinder- und Jugendärztin hat sich da geäußert. Man hat praktisch seit Februar 20 immer nur dirigiert, aufgetrichtert, bestimmt von seitens der Regierung. Und sie haben nicht einmal die Fachleute, die Ärzte angehört oder mal die Schüler und die Lehrer, die mit diesem ganzen Zinnober da, mit dieser Maske da leben mussten und. Es wurde immer nur aufgetrichtert. Man kann schon fast sagen, wie in einer Diktatur. Und dann war noch ein Investigativjournalist da, der Twitter Beiträge vom Lauterbach gesagt hat, die wurden auch eingeblendet. Darum ging es um die Sterbefälle damals, und er hat dann, so wie die alle gesagt haben, Lauterbach hat seine Politik mit Angstmacherei gemacht, ja. Ja, ich meine, der Herr Kubicki hat ihm ja auch dann nach der Sendung, die Sendung war ja am Donnerstagabend, ich habe sie nicht gesehen, auch nachträglich nicht. Ich weiß nur, dass der Kubicki, stellvertretender FDP-Chef und ich glaube auch stellvertretender Bundestagspräsident, der hat ja dem Herrn Lauterbach den Rücktritt nahegelegt oder auch gesagt, der Scholz soll ihn jetzt endlich entlassen. Ja, so, und der ist immerhin ein Mitglied der Koalition. Ich finde Herrn Lanz gar nicht schlecht, aber was das Thema angeht, auch ein bisschen bigott, ne? Weil ich meine, Herr Lanz hat ja jahrelang seine Talkshow, bis der Ukraine-Krieg kam, primär mit Corona bestritten, also von vor 3 Jahren an, davor nicht, aber und hatte da alle möglichen Leute eingeladen, immer wieder, auch Herrn Lauterbach, Herrn Drosten, wie sie alle hießen, und das jetzt so im Nachhinein ist natürlich, ich finde, der Herr Lanz muss sich das dann auch ein bisschen sagen lassen, nicht? Ich meine, ich bin zwar kein Freund von Herrn Lauterbach, aber es ist dann auch immer so wohlfeil, dann auf eine Person einzuschlagen. Fairerweise muss man auch noch sagen, das haben jetzt auch einige vergessen, es gab ja nicht nur Herrn Lauterbach, sondern ich glaube, wer da viel mehr Schaden angerichtet hat, war der gute Herr Spahn. Ja, klar, auf alle Fälle. Der ist ja sogar schon in Albruck. Der Herr Lauterbach hat ja praktisch den Scherbenhaufen, den Herr Spahn angerichtet hat, übernommen. Hm. Und Herr Spahn kauft sich gerade für ein paar Millionen in Berlin, oder hat das getan, eine Villa in bester Lage in Wannsee, Dahlem-Wannsee. Ja, und ja, da kann man sich dann schon mal Sachen fragen. Das ist interessant auf alle Fälle. Mhm. Und jetzt haben wir hier schon die Sendezeit wieder überschritten.
Eine Stunde vier. Genau. Ne, war jetzt interessant hier mit dem Fall Nicola Bulli und Scarlett wurde auch natürlich kurz erwähnt und Ach, andere. übrigens, da muss ich noch eins sagen zu Scarlett, lieber Herr. Sie sind Zeuge, Herr Umstetter, dass ich sofort, als die Sonnenbrille gefunden wurde, gesagt habe, sie gehört nicht zu Scarlett. Ja, und sie gehörte auch nicht zu Scarlett. Das wurde ja schon bereits berichtet. Ja, aber ich habe es als die, aber am Anfang war dann Riesenaufregung im Netz. Ja, und genau. Und könnte sie von Scarlett sein und was auch immer. Nachher ist man immer klüger, ist wie mit dem roten Rucksack. Und ich finde, das ist halt die Aufgabe eines Sehers, das auch einzuordnen. Übrigens, Schlusssatz von mir noch, damals auch als die Caroline Gruber, googelt das mal, geht mal auf meine Homepage, guckt euch das Baden-TV-Interview an, guckt euch da an, wo dieser Walter Roth dann sagt, das war der Pressesprecher, der mir das gesagt hat, sie hatten mit das und das Recht, aber das sage ich nicht in den Medien, der hat gesagt, ich hatte Kontakt mit dem Schneider in die Kamera. Zu dem Reporter. Ich hatte Kontakt mit dem Schneider wahrscheinlich schon viel zu viel und jetzt ist es für die Öffentlichkeit auch mal gut. Das sagt ein Polizeipressesprecher. Jetzt ist es für die Öffentlichkeit auch mal gut. Ich meine, das hört sich eher nach Nordkorea an, aber nicht nach Deutschland. So, dass mal für die Öffentlichkeit mal gut ist. Die Öffentlichkeit hat ein Informationsinteresse. Und vielleicht noch kurz dazu: Damals war parallel ein Fall, ja, der Fall der dieser jungen Studentin da zur selben Zeit wie diese Joggerin. Maria Ladenburger in Freiburg und da hat man auch spekuliert, ja, Serientäter, geht jetzt hier ein Serientäter um, müssen wir jetzt alle Angst haben und ich hatte gesagt, beide Fälle hängen nicht miteinander zusammen. Ja, und da hatte ich ja auch sogar was zum Täter gesagt und das stimmte auch. Ich hatte gesagt, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber beim Täter handelt es sich um einen Flüchtling, ich habe nicht gesagt einen afghanischen Flüchtling, aber einen Flüchtling, der in Freiburg in einer Wohnung wohnt. Das habe ich der Polizei geschickt, als ich das Rad des Täters sah, weil man hat ja das Fahrrad des Täters und da war ja DNA-Spur dran. So, und man ist dann über diesen vergoldeten Undercut, dieser Afghaner hatte ja schon mal in Griechenland versucht, eine Frau zu ermorden, von der Klippe zu stoßen und der hatte jetzt diese Maria Ladenburger, als sie nachts von irgendeiner Studentenparty kam, ja abgefangen mit dem Fahrrad und hat die ermordet und in der Dreisam ertränkt. So, und hätte man diesen Undercut nicht gehabt, den man, da fand ich, hat die Polizei eine super Arbeit gemacht, ja, die Polizei Freiburg, hat da ja so eine vergoldete Locke in, die hat die ganze Hecke da abgetragen, wo an der Stelle der Dreisam, da in Freiburg, und haben da diese vergoldete Locke gefunden. Und dann sind Polizeibeamte tagelang Bus und Bahn gefahren in Freiburg und haben nach jemand geguckt, der schwarze Haare hat, aber so einen goldenen Undercut. Und den haben sie entdeckt in der Bahn und haben dem DNA-Test abgenommen und das war der Täter. Hätte man diese goldene Locke aber nicht gehabt und wäre nur nach meinem Hinweis gegangen, es handelt sich um einen Flüchtling, wie gesagt, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber es hätte auch ein Ostfriese sein können, dann hätte ich auch sagen gesagt, ein Ostfriese oder ein Schwarzwälder oder was auch immer oder ein Rheinländer. Ich habe gesagt, es handelt sich um einen Flüchtling, der in Freiburg in einer Wohnung wohnt. Und das war Ende 2016, wie Sie alle wissen. Damals wohnten die Mehrheit der Flüchtlinge in Unterkünften. Ja, so, und dieser Mörder von dieser Frau wohnte mit einem anderen Afghanen zusammen bei einem Freiburger Arzt, der auch Afghane war, der da halt eine Villa hatte in Freiburg, in einer Einliegerwohnung. Und hätte man alle registrierten, und er war registriert, Flüchtlinge, männlichen Flüchtlinge im tatfähigen Alter zu der Zeit, die in Privatwohnungen wohnen, das waren nicht viele, zum DNA-Test gebeten, hätte man den auch gefunden, wenn man den Undercut nicht gehabt hätte. Also man sieht, ich habe mit vielen Sachen mal halb oder auch mal ganz recht und deshalb wäre ich mal sehr vorsichtig, wenn dann manche Leute immer so kommen, ja, hier irgendwie Wichtigtuer, Scharlatan oder geltungssüchtig. Oh, ein Livestream. Wieso wird mir das nie angezeigt? kann Michael Schneider vielleicht noch was zu Rebecca Reusch sagen? Der Fall jährt sich auch schon wieder. Und ganz wichtig, es würde sicher sehr interessieren, die Ursula Amrhein, was der Herr Schneider zur Übersterblichkeit sagt. Ja, ich habe einige Berichte schon gemacht. Die Übersterblichkeit ist extrem nach oben gegangen. Seit kurzer Zeit steigt immer mehr. Und ja, das ist Also da kann ich nur meine persönliche Meinung, die aber ja nicht sozusagen, ich bin ja nicht der liebe Gott, der jetzt die Wahrheit hat oder ne, die Wissenschaftler haben die Wahrheit ja auch nicht, aber meine persönliche Meinung ist schon natürlich dazu, dass sie
mit Corona und ihren Folgen. Da ist ja alles drin, die Impfung, die sozusagen Kontaktbeschränkungen, ja, alles Mögliche ist da drin, ja, sozusagen, das wurde ja, nicht nur die Schüler haben ja gelitten, sondern auch, und Kinder, ja, bis heute gibt es ja Studien, dass sie bis heute noch leiden, sondern auch, wie viele alte Leute sind vielleicht an Vereinsamung gestorben, weil sie isoliert wurden in irgendwelchen Altenheimen, niemand durfte sie besuchen kommen, ja, so, und natürlich, ich glaube, da ist man kein Schwurbler, wenn man sich da dahingehend äußert, also meine Meinung ist schon, dass diese Übersterblichkeit natürlich auch mit diesen Phänomenen zu tun hat, aber in der Wissenschaft muss ja immer alles bewiesen werden, ja, so war es ja auch vor Jahrzehnten, da hat man ja gesagt, nee, Rauchen ist nicht schädlich, ne? Mittlerweile weiß jeder und es ist auch bewiesen, aber damals muss ja immer der Beweis geführt werden, ja, so, und ja, zu Rebecca Reusch noch kurz. Da war ich auch frühzeitig, wie bei Scarlett, richtig. Ja, also, Rebecca Reusch, montags verschwindet sie. Sie sollte einfach, ich mache es in der Kurzversion, ja, sollte montags zur Schule, verschwindet. Donnerstags kam es in die Vermisstmeldung. Und wie ihr alle wisst, zumindest die regelmäßig bei Schwarzwald TV zuhören, ist, ich google regelmäßig vermisst und gehe dann auf News. Und dann kommen halt zu quer durch Deutschland oder Europa die Artikel, wie bei Nikolai Bulli oder jetzt eben auch Rebecca Reusch, damals das Scarlett, da bin ich informiert worden, oder auch bei der Caroline Gruber, aber manchmal bin ich es eben selber, das war auch bei dieser Jeanette Tupek, der Kosmetikerin da aus Rostock. So, und an dem Donnerstag, an dem es in die Vermisstmeldung kam, der Fall Rebecca Reusch, ich sah das Bild, das berühmte Bild, wo ja auch die Schwester mal bei Lanz war und Lanz sie auch gefragt hat, warum dieses Bild mit den Filtern, wo sie aussieht wie so ein Püppchen halt, nicht? Wie so ein Model. Das Bild habe ich gesehen und ich hatte sofort die Eingebung. Nicht, weil sie da so und so aufgemacht aussieht. Ich gehe nicht nach sowas. Die hätte total ungeschminkt normal aussehen können. Es gab ja nachher verschiedene Bilder von ihr, aber das war das Erste, was die Polizei verwendet hat und ich hatte sofort die Eingebung. Ich bin ja nur der Durchleiter, ne? Sie ist Verbrechen zum Opfer gefallen und auch tot. Ja, so. Und das habe ich an die Polizei Berlin, einen Herrn Rasch, wie schnell, ne? Kriminaldauerdienst der Polizei Berlin, an diesem Donnerstag, montags war sie das letzte Mal gesehen worden morgens von der Schwester, oder Sonntagabend, weil die Schwester hat ja, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob sie ins Wohnzimmer geguckt hat oder nicht, die schlief ja im Wohnzimmer. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das an diesem Donnerstag gesagt und da Tage später stand noch in Berliner Zeitung, da hatten sich Lehrer geäußert, ja, die ist bestimmt abgehauen oder so, ne? Fairerweise, ich habe am Anfang gesagt, Stadtgrenze, Brandenburg zu Berlin, aber ich habe schon Brandenburg gesagt, da wurde die noch 3 Wochen lang von der Polizei in Berlin gesucht. Ja, so, ich hatte erst dann Wochen später, als das mit dem Kesi-System raus war, also dieser Blitzer, der an diesen Brücken, an der A12 Richtung Polen, Richtung Frankfurt-Oder, hängen 2 Blitzer, ja, einer vor Frankfurt-Oder und einer halt kurz hinter Berlin, bei Friedersdorf, die Autos von hinten blitzen, ja, die Nummernschilder, ne, um da Verbrecher zu jagen mit, damit man feststellen kann, wer fährt da, nachträglich, ne, so, ne. Und da wurde dieser pinke Twingo ja geblitzt, so, und dann, ich hatte schon frühzeitig Brandenburg, aber halt südlich Berlin, dann habe ich mich, ein Seher braucht manchmal auch eine Hilfe, wie bei Julia aus Remshalden mit der Techbahn, ja, ne. Hätte die Polizei diese Videoüberwachung nicht gehabt, wären sie auch nicht auf Oberlenning gekommen wahrscheinlich. Und wer hat übrigens das Mädchen gefunden? Obwohl die Polizei an dem Auffindetag, dem Donnerstag, nochmal eine riesen Suchaktion gemacht hat mit Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, hat ein Passant sie gefunden im steilen Gelände. Erst Dinge von ihr, Rucksack wahrscheinlich oder sowas, und dann ist man, hat er das der Polizei gesagt, und daraufhin hat man die Leiche in der Nähe dieser Dinge gefunden, im steilen Gelände. So, lange Rede, kurzer Sinn, bei Rebecca Reusch, ich brauchte sozusagen wie bei der Kirchheim-Techbahn, diesen Hinweis brauchte ich auch die Hilfe. Das ist so wie wenn der Ali vermisst ist, muss ich wissen, ob der in Afghanistan, der Türkei oder Deutschland vermisst ist. Ja, so. So, und dann kam das mit diesem Kesi-System und da gibt es zig Abfahrten. Ich kann sie sogar aus dem Kopf alle aufzählen. Friedersdorf, Storkow ist ganz schnell gemacht, Fürstenwalde West, Fürstenwalde Ost, Briesen, Mühlrose, Frankfurt West, Frankfurt Mitte, Grenze. So, aus dem Kopf gemacht. Und dann natürlich in Richtung, weil die A12 durchschneidet Ostbrandenburg von Berlin bis Frankfurt-Oder horizontal. Also man kann nach Norden abfahren oder nach Süden. Und es sind Riesenwaldgebiete.
Ja? Nicht wie in Nordrhein-Westfalen, hier im Ruhrgebiet ein bisschen, da riesige Waldgebiete in beide Richtungen. Und ich habe die Abfahrt Briesen genommen. Ja? So. Die Polizei hat sich aber nur auf Storkow konzentriert, Fürstenwalde West, Briesen. Es war viel weiter Osten Richtung Frankfurt-Oder, da haben sie sich nie drauf fokussiert. Ich habe dann in meiner Verzweiflung, weil die Polizei dem Hinweis nicht nachgehen wollte, in Briesen aus dem Telefonbuch Leute angerufen, aus dem Internettelefonbuch. Die ersten zwei gingen nicht dran oder AB nur. Und beim dritten, das war eine Autowerkstatt. Autowerkstatt Wolfram Sülke. Der Bruder, was ich damals nicht wusste, von Franziska Giffey, ist im Moment Berliner Oberbürgermeisterin, war früher Familienministerin. Die mit der Kinderstimme. Und dann machen wir das gute Kita-Gesetz. Genau, die. So, ja. Und da ging ein Mitarbeiter ran, und zwar nicht der Chef, der sehr unfreundlich war, der Bruder von Franziska Giffey und seine Sekretärin, die gingen danach immer dran und haben mich abgewimmelt, sondern ein netter Mitarbeiter. Und der war offen dafür. Ich hatte direkt gesagt, ja, Sie sind Automechaniker, da glauben Sie bestimmt nicht an sowas. Doch, 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 mein Hund war mal vermisst. Und da haben wir auch Tierkommunikation gemacht. Ich kann nur gerade nicht, ich rufe Sie heute Nachmittag an. So, und dann rief der mich nachmittags an und ich wollte ihm ja gerade eine Stelle in Briesen oder bei Briesen geben im Wald. Und dann sagte Herr Schneider, es ist, als hätten Sie mich hypnotisiert während des Telefonats, weil ich habe mich durch Ihren Anruf wieder erinnert. Ich hatte an dem Montag, an dem die Rebecca Reusch verschwunden war, ich bin erst nachher auf den Fall aufmerksam geworden, weil in Briesen von dem Dorfpolizisten irgendwelche Fahndungsplakate da ausgehängt wurden. Aber dann habe ich es wieder vergessen. So. Und jetzt, wo Sie mich anrufen, erinnere ich mich, als hätten Sie mich hypnotisiert, dass ich habe an dem Tag eine Probefahrt gemacht, an diesem Montag, wo die Rebecca verschwunden ist, in Briesen, mit dem Auto, was ich repariert habe, mittags, um 1 Uhr. Und habe dann mich an den Straßenrand gestellt, um eine Zigarette zu rauchen. Und dann kam mir ein pinker Twingo entgegen, mit einem schwarzhaarigen Typen drin, mit Basecap nach hinten, der auf ein Waldgebiet zugefahren ist, in Briesen. Und da dachte ich, das ist doch ein Frauenwagen, pinker Twingo, dann noch mit Berliner Kennzeichen, was macht der hier? Und da sitzt ein Kerl drin. Der guckte mich an, ich guckte den an, hab mir nichts bei gedacht weiter, bin nach Zigarette rauchen wieder zur Werkstatt gefahren. Jetzt haben sie mich durch ihren Anruf daran erinnert. Das habe ich der Polizei gesagt, da hatten die überhaupt kein Interesse dran. Da musste ich war ja mal Polizeireporter in Berlin 4 Jahre bei Sat.1, da musste ich über die Pressestelle gehen, die dann sozusagen der Soko, der Mordkommission, Beine gemacht haben, dass sie sich bei mir gemeldet haben. Und ich habe ihnen dann diesen Kontakt verschafft zu diesem Automechaniker. Und jetzt halten sich fest, Herr Umstetter und alle Zuhörer, statt dass die den persönlich vernehmen, das ist eine wichtige Spurenakte, haben die den zweimal am Handy kurz interviewt. Und ihm dann auch noch gesagt, Herr so und so, das kann gar nicht stimmen von der Zeit-Zielrechnung. Wieso? Vielleicht hat er sich auch vertan mit der Zeit. Oder die haben sich vertan. Verstehen Sie alle? Also, die haben das überhaupt nicht ernst genommen und das ist ein Skandal. Ja. Ja. Und dann sagt dieser... Ein Skandal ist, dass der Livestream immer noch läuft. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann sagt der Leiter dieser Mordkommission, Michael Hoffmann, der schreibt mir ja eine E-Mail, er glaubt nicht an all diese ganzen Sachen, Astralgucker, Wünschelroutengänger, und jetzt hat er eine ziemliche Latte aufgezählt. Und das war aber eine freundliche Mail, sondern der war zwar sonst nicht freundlich zu mir, aber es war ja eine offizielle von seinem Polizei-Account, ja. Deshalb war es schon einigermaßen freundlich geschrieben und so nach dem Motto mit den ironischen Worten zum Schluss, Herr Schneider, also erstmal war, ich bin auch Hellseher, ich wusste, Sie melden sich wieder. Ja, warum? Weil ich auch was zu sagen habe, ne, mit meinem Hinweis mit Briesen und da ja auch einen Zeugen genannt habe. Und aber, wenn Sie Hellseher sind, das ist dann Ihr ironischer Schluss, dann müssten Sie wissen, dass weitere Kontaktaufnahmeversuche mit der Mordkommission 5 der Berliner Polizei sinnlos sind, weil wir daran nichts drum geben. Und diese, das war eine jetzt ist auch mal gut Mail. Genau. Haben die Medien daraus gemacht. Ich habe übrigens diese Mail der Medien geschickt, ja, nicht die Polizei. Ja, das haben wir aber schon berichtet mit dem jetzt ist aber dann gut Mail. Die Medien genau. Da eine Wutmail draus. Und Chefermittler platzt der Kragen war die Überschrift, ja, dem ist nicht der Kragen geplatzt. So, das so zum Thema, dass man nicht immer alles glauben muss, was in Medien steht. Jo. Gut. Also war jetzt eine interessante Runde, fast 1,5 Stunden hier. Und ich bin mal gespannt, wer es bis zum Schluss anschaut. Im Nachgang schreibt mir das in die Kommentare rein, war echt cool. Und
Wenn ihr mal wieder so einen Livestream haben wollt, so nach der närrischen Zeit, zu einem weiteren Thema, schreibt es auch in die Kommentare. Vielen Dank an alle, die hier später eingeschaltet haben. An Thomas Fech hier lese ich hier noch. An Heidi Becker, viele Grüße. Und Dein Seher meint, Livestream darf nie enden. Ja, alles hat ein Ende, auch die Wurst hat zwei. Und der Livestream hat auch ein Ende. Genau. Und Norbert S. schreibt, habe auch zwei Augen, bin auch Seher. Genau. Und gut, also hat mich gefreut, so viele Leute drin. Ich bedanke mich bei Michael Schneider hier für die vielen Infos. War ja doch rundherum, nicht nur über diese vermisste Frau Bulli, sondern auch über Scarlett und über ein bisschen so Gesundheitsmäßiges. Man soll kein Schweinefleisch mehr essen etc. Ja, guckt es euch einfach komplett nochmal an, wenn ihr erst später eingeschaltet habt. Sehr informativ und jetzt sind erst einmal 28 Daumen da. Die nächsten gerade mal einloggen und ich bedanke mich hier bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und lasse euch nochmal hier der Herr Schneider für ein letztes Plädoyer am Mikrofon. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Umstetter, für das nette Interview, die gute Interviewführung und bei allen Zuhörern für die interessanten und selbst wenn sie kritisch waren, Beiträge. Ich kann mit Kritik immer gut leben, wenn sie sachlich ist. Ja, und ich appelliere an euch, ich kann nur sagen, wir sind im Armageddon, also im Endzeitkampf zwischen Gut und Böse. Entscheidet euch für das Gute, damit das Gute siegt. Und ich wünsche euch alles Gute. Gottes Segen und eine gute Zeit. Ade. Dankeschön. Ade. Euch allen da draußen im Sendestudio ein schönes Wochenende für die, die auf die Fasnacht gehen. Eine schöne närrische Zeit. Auf meinem YouTube-Channel UMI1976, der Link ist in der Videobeschreibung, findet ihr alles rund um Fasnacht. In diesem Sinn, alles Gute, bis dann und tschüss.